So, Philipp, guck mal hier. Bewährung ist drin, Boden ist gerade, Matten sind drin, alles verdrillt. Jo, und jetzt warten wir nur auf den Beton hier. Nee, guck mal. Da hat der Gerüstbauer morgen zu mir gesagt, jetzt kannst du wieder ein Video machen, der Treppenturm ist weg. Ja, der Treppenturm ist weg. Was heißt das, der Treppenturm weg ist? Das Dach ist fertig. Jo. Das Dach ist komplett fertig. Hier ist das Fallrohr dran, habe ich glaube ich schon mal erzählt, hier kommt ein Abkasten dran. Hinten hinter sind die Zinkfallrohre. Das ist schick. Da kommt keine Abgasung, aber hier im Frontbereich kommt eine schöne Abgasung. Dachüberläufe, Notüberläufe sind drin. Jo, so langsam geht die innen auch vorwärts. Ich glaube, fertige Eisen haben wir schon gezeigt, Philipp. Ja. Genau, haben wir gezeigt. Jo. Haben wir gezeigt. Guck mal hier. Da hinten ist jetzt auch das Aquariumfenster von Götz und meinem Büro ist drin. Da kann der Putzer jetzt kommen. Bodenabflüsse sind drin. Dann haben wir jetzt alles soweit erledigt. Oder erledigen lassen, besser gesagt, haben es ja nicht selber gemacht, um es richtig zu stellen. Hier unsere Durchgangstür zur Werkstatt. Hier ist die Halle. Der Durchgang zur anderen Halle. Komplett eingesetzt. Super geil mit dem Blech direkt. So ist der Dreck da auch wieder fertig noch vor dem Beton. Jo, jetzt werden so ein paar Kleinigkeiten hier drin erledigt. Unsere alten Lüfterlöcher quasi zugemacht. Jo, und dann geht es morgen früh. 5 Uhr geht's los. Dann kommt der Beton. Morgen, liebe Camper, heute muss ich das mal hier machen. Hier ist der Betonmischer. Eieiei. Ei, ei. Das wird ja. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Ja. Livestream. Auf dem Rampen. Auf dem Rampen. Ich bin mal gespannt, wie das heute hier gehen soll. Gut, dass die Autos alle in der Halle bleiben. Überleg mal, wie viele Mischer da kommen. Da hat er gesagt, das geht jetzt durch bis 3, 4 Uhr. Dann alle 20 Minuten kommt 1, 2, 3. Wenn der erste leer ist, dann kommt sofort der nächste Mischer. Und wir müssen ja noch die Wohnmobile hier rauskriegen. Dann bleiben die halt drin? Ja, das ist ja heute vorbei, Gott sei Dank. Okay, geht los. Jetzt kommen wir schon der 5. oder 6. Mischer, der hier morgen reinholt. Da kommen noch ein paar hinterher hier. Die gehen abgerissen. Der hat schon angezogen, damit ist inkludierte Bodenseite. Und ich fange jetzt schon an, den Randbereich zu glätten. Da stehen schon die Glättemaschinen drauf. Jo, dann können wir vielleicht noch Baustellen, wie wir das später mal können, wir aber so die erste geglätteten Stellen und nur die Ecken, die geglättet sind, ja, werden auch mal hochladen. Ne? Morgen früh, beziehungsweise eventuell auf die Nacht kommt, der den Dehnungszug reinschneidet. Das ist auch schon abgesprochen, da geht jetzt flach auf flach. Der Boden, der fällt gut und abbindet und abwertet. Ne? Ja, guck mal, hier ist der Boden drin. Geglättet, vorne wieder noch geglättet. Ja, soll ich mal machen, aber dann musst du Boden neu machen. Ja, egal. Ja, passiert nichts. Ja, lass weiter. Dann kann man auch was passieren. Ah, das lassen wir lieber die Profis den Boden machen. Nee, dann denke ich nachher da hinten die Toilette oder so. Das lassen wir auch. Nein, aber guck mal, hier Boden ist drin. Der ist schon gerade, der wird nachher nochmal geglättet, der geht jetzt die ganze Nacht durch die Bodenglättarbeiten hier. Dann werden die Fugen geschnitten morgen. Aber ich will jetzt mal sagen, wir haben wieder einen Riesenschritt geschafft diese Woche. Fenster und außenrum ist alles fertig. Wir können einmal, macht der Philipp noch blendet der eine, kann da hinten rumlaufen, gleich zurück ins Büro. Die ganzen Fensterbänke sind hinten dran, das ist fertig. Alle Kanten, alle Dinger sind dran. Hier haben wir den Abkastung von dem Regenfeuerrohr ist dran. Jo, ich würde sagen, das war's. Daumen hoch, nächste Woche geht's weiter.